Dr. Zille, heute der schwangere Pfirsich. Hallo, ich bin Dr. Zille und das hier ist ein schwangerer Pfirsich. Wir sind gerade bereits mitten in der Geburt. Wie Sie sehen, ist hier schon der Kopf zu sehen. Und wir versuchen nun einfach, diesen Kopf entsprechend herauszuziehen. Oh, der klemmt ziemlich fest. Pressen, Herr Pfirsich, pressen, Frau Pfirsich, pressen. Oh, der Puls wird unregelmäßig. Der Puls wird unregelmäßig. Oh nein. Reanimieren. Oh nein. Wir brauchen den Defibrillator. Wie Sie sehen, hinterlässt der Defibrillator oft geringfügige Wundrückstände. In diesem Falle, und da der Pfirsich äußerst instabil ist, müssen wir das irgendwie mit einem Kaiserschnitt operieren und entsprechend entfernen. Hierzu desinfizieren wir zuerst die Wundstelle. Da operieren wir an der Schnittwunde der Defibrillatorpunkte, da diese bereits sichtbar als Narben sein werden, und vergrößern diese entsprechend. So, wir sehen nun hier längs der Bauchnabellinie im subkutanen Raum eine dezente Schnittwunde hinein und versuchen so vorsichtig das Baby zu entfernen. Ich hoffe, dass es dieser Pfirsich entsprechend überstehen wird. Und nun versuchen wir die Lumbalöffnung zu vergrößern durch einen Hebel. So, wir öffnen vorsichtig die Wundstelle. Sie sehen, das Fruchtwasser tritt bereits aus. Wir befinden uns an einem sehr späten Stadium der Geburt. Oh, ich sehe, der Puls wird schon wieder schwächer. Der Puls wird schwächer. Oh nein, wir verlieren ihn. Super. Wir haben ihn wieder. Ich fahre mit der eigentlichen Operation fort. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Ich vermute, dass es der Pfirsich nicht schaffen wird. Wir müssen versuchen, schnellstmöglich das Baby zu retten. Und das durch eine wirklich schnelle Operation. Wir müssen das Baby schnellstmöglich retten. Und das kann nur durch einen äußerst präzisen, aber kräftigen Schlag geschehen. Wir müssen erneut reanimieren. Der ist wieder stabil. Wir müssen den Pfirsich so lange am Leben halten, bis das Baby geboren worden kann. Ich versuche es dann. Oh, nun ja. Wir müssen erneut reanimieren. Wir haben ihn wieder. Diesmal quer zur Wundstelle. Das Leben des Pfirsichs ist nun nicht mehr zu retten. Es geht nur noch um das Neugeborene. Oh, ich sehe es. Wir können es an die Elektrode anschließen. Ab jetzt haben wir den Puls des Neugeborenen, der entsprechend schneller ist als der des älteren Pfirsichs. Das sieht gut aus. Nun kommen wir zur Feinarbeit mit der Präzisionssäge. Wir schneiden quasi nicht das Baby aus dem Pfirsich, sondern wir schneiden den Pfirsich um das Baby herum weg. Mein Gott, ist das eine Schweinerei. Wenn das der Vater wüsste. Nun zur äußersten Feinarbeit, wiederum mit dem Skalpell.
Mann, das ist deine Schweinerei. Ich brauche hier was zum Fixieren. Klammer! So, das ist das Bindegewebe der Mutter, was wir hier gerade versuchen, feinfühlig zu entfernen. Und Sie sehen schon, das Kleine nimmt langsam Gestalt an. Es ist ein Junge. Oh nein, wir verlieren ihn. Da bin ich wieder. So ein Glück. Sie sehen hier drumherum die Überreste der Mutter verteilt. Die Überreste. Entschuldigung, ich habe jetzt versprochen. Das hier ist der Bauchnabel des Kleinen. Wie Sie sehen. Er grenzt direkt neben dem Kopf. Auch Nase genannt. So, wir haben hier das Kleine. Und ich wasche mir jetzt erstmal die Hände. Bin ja steril und ohne auch. So, weiter im Text. Das Kleine wird nur in die Elektrode angeschlossen, um es durch elektrische Impulse zu stimulieren und den Kreislauf intakt zu halten. Das machen wir mit 350 Volt und 27 Ampere. Oh, ich glaube, es waren doch nur 5 Volt. Ja, ich schalte jetzt mal das EKG ab. Ich versuche es mit einem Reflextest. Oh nein, er ist verschwunden. Nein, da hinten, da hinten, da schwimmt. Wo ist das? Ich glaube, es ist voll uns gegangen. Es begibt sich nun in die Nährlösung und sucht fremde Welten wie Amerika oder das Schwarze Meer oder was auch immer. Ja, die Mutter hat die Operation leider nicht überstanden. Doch, erfolgreich. Und wir beenden somit die erfolgreiche Gebärung, ich meine Kaiserschnittgebärung des Pfirsichbabys und wünschen ihm eine gute Zeit, auch ohne Mutter. Von Dr. Zille, soweit alles klar. Und ausnahmsweise hat Dr. Zille diesmal einem armen, hilflosen Pfirsich das Leben genommen.